Hi Leute, in meinem Video zeige ich euch, wie man solche Paracord-Schlüsselanhänger macht. Dazu braucht ihr so einen, also ich habe jetzt hier so einen metallenen Fingerhut. Ups, da sieht man ein bisschen schlecht. So sieht der aus. Den kriegt man in so einem Plünderladen und einfach ein normales Feuerzeug. Und so, ja, so ein Schlüsselanhängerring. So, dann legen wir erstmal die Sachen zur Seite. Um die zusammenzuschmelzen, braucht ihr das Feuerzeug. Und dann einfach die Flamme unterhalten, bis es etwas weich wird. Immer wieder weggehen. Ihr seht schon, das raucht ein bisschen oder es dampft ein bisschen. So, da muss man schnell sein und die beiden Enden zusammendrücken und ein wenig blasen. Und so muss das Ganze dann aussehen. Das ist ein wenig unscharf, so dass es eben gut zusammengeschmolzen ist. So, dann nehmt ihr einfach hier so eine Schlaufe und legt das Ganze dann, also zieht das Ganze dann durch den Ring. So, und die Schlaufe ist dann praktisch später euer Schlüsselanhänger. Und um das Ganze leicht auf flechten zu können, habe ich hiermit ein kleines Hilfsmittel. Und zwar, das ist so ein Brett, mit dem ich einfach sowas machen kann. Und hier, ups, jetzt gehen wir ein bisschen auf die Seite. So. Das Ganze, das kann man sich im Internet kaufen. Und zwar, man hat hier vorne einmal so einen Schraubverschluss, also so eine Schraube, die kann man drehen und es dann halt einfach verschieben. Und das gleiche hier unten, also wie ihr seht, haben wir hier eine Schiene. Und das ist also ja eigentlich ganz praktisch, um es leichter zu flechten. Also es geht auch ohne, aber es ist halt wesentlich einfacher. Dann nehmt ihr euren Ring und setzt ihn hier an den Haken. Und die Schlaufe kommt in den anderen Haken. So, und ab hier kommt jetzt diese Balken in Einsatz. Hier könnt ihr die Länge einstellen. Und das Ganze muss gespannt sein. So, und dann zudrehen. Fest. Und dann kommt jetzt, also der erste Knoten ist immer eine Kniffelarbeit. Und zwar, ihr nehmt, also ihr müsst es hier mit einem Finger festhalten und dann legt ihr hier einfach so ein S, was man jetzt hier ein bisschen schlecht sieht, so, hier sieht man jetzt so eine Art von S, dann nehmt ihr dieses andere Band und taucht es in die eine Schlaufe von dem S hinein und zieht es durch. Dann nehmt ihr das Band unter der Schlaufe in die zweite Schlaufe vom S. So dass dabei so eine Brezelart entsteht. Und tut, hoppsa, das Ganze festziehen. Richtig schön fest. So, und dann seht ihr, ist hierbei so eine Schlaufe entstanden wieder. Und das heißt, dass man hier an der Seite weitermachen muss, und zwar in dem Fall mit dem orangenen wieder und legt wieder so ein S. So. Dann geht ihr wieder mit dem anderen Band durch die erste Schlaufe von oben, zieht es durch und dann unter den anderen zwei Bändern
wieder nach oben durch die andere Schlaufe. Und das Ganze dann wieder festziehen. Und dann seht ihr, entsteht auf dieser Seite wieder eine Schlaufe. Und das Ganze macht ihr dann die ganze Zeit. Also wieder ein S legen, durch die erste Schlaufe durch, dann unten wieder durch, dann von unten durch wieder durch die Schlaufe. Und wichtig ist, immer hochschieben und so fest wie es geht festziehen. Und das Ganze macht ihr jetzt, bis ihr unten angekommen seid. So, bis ihr dann soweit seid. So, und jetzt seht ihr, jetzt wird es hier, hier wird es langsam eng, sodass man eigentlich sehr schlecht knoten kann. Deshalb nehme ich es in diesem Fall jetzt einfach mal so runter. Und oh. Mach einfach die letzten paar Knoten noch so. Das wird jetzt so eine bisschen Kniffelarbeit. So. Das ist einfach, damit es so ein bisschen schöner aussieht. So, dann kommt jetzt eine Schere im Einsatz. So, und zwar, indem ich jetzt mit der rechten Hand einfach die Bänder mit in einem halben Zentimeter, ist wichtig, dass da noch ein bisschen übrig bleibt, so abschneidet. So. Die Schere war auch schon mal schärfer. So, die restlichen Bänder können wir dann wegtun oder so, keine Ahnung. So, dass dann hier noch ein paar Zipfel übrig bleiben. Kann man natürlich so lassen. Sieht aber auf Dauer nicht schön aus und auf Dauer wird wahrscheinlich das Band sich dann lösen. Also kommt hierbei jetzt unser Fingerhut und unser Feuerzeug in Einsatz. So, Fingerhut auf den Zeigefinger drauf und dann wird das Ganze wieder geschmolzen. Und niemals vergessen, nicht zu lange drunter halten, sonst fängt das Ganze nämlich an zu brennen und das sieht dann nicht mehr schön aus. So, so dass es flüssig ist und dann das Ganze fest randrücken. Wichtig ist natürlich, dass der Fingerhut aus Metall besteht, weil Plastik wäre in diesem Fall nicht ganz so praktisch. So, dass ihr das dann am Ende so aussieht. So. Sieht dann schon etwas besser aus. Ist mir jetzt nicht so ganz gelungen. Ist immer so ein bisschen Glücksspiel, wie das Ganze schmilzt. Und das gleiche natürlich logischerweise auch auf der anderen Seite. Da spürt man, dass es unter dem Fingerhut ein bisschen warm wird. Aber es ist ja normal. So. Diese Seite ist jetzt mehr vorbildhafter. So sieht das Ganze dann aus. Ist ein wenig unscharf. Ja, und fertig ist euer Paragott-Schlüsselanhänger. Und falls ihr euch erschreckt, wenn ihr das Ganze jetzt einmal umdreht und auf einmal die Farben vertauscht sind, ich habe da als erstes mal gedacht, hä, bin ich jetzt blöd, habe ich das doch falsch rumgeflechtet. Aber
Das ist halt einfach auf der anderen Seite andersrum. Ja, aber es ist einfach wegen den Flechten. Und ja, fertig ist euer Paracord-Schlüsselanhänger. Bis zum nächsten Video. Tschüss!